Hallo meine Freunde und herzlich willkommen. Ich darf euch begrüßen. Ich freue mich, dass ihr am Start seid. Wünsche euch einen richtig geilen Tag und wie wir hier sehen können, oh mein Gott, sieht das geil aus. Wir spielen Irelia und das sieht richtig, richtig krank aus. Ich habe schon richtig Bock darauf. Und wie man hier sehen kann, bin ich ein absoluter Noob und habe mich beim Rasieren geschnitten. Aber irgendwie war die Klinge heute komplett verdummt. Ich habe mir trotzdem gedacht, hey komm, ich lasse die Cam an, weil ich bin so, wie ich bin. Na, ich könnte die Cam ja auch ausmachen, aber let's go, scheiß drauf, ne? Was ich mir allerdings gedacht habe noch, wir spielen sie in der Mitte, denn ich bin ja Midlane-Spieler. Und ich habe schon ein bisschen mit ihr rumprobiert. Das heißt, wir spielen heute mit Conqueror und ich werde euch jetzt die wichtigsten Sachen sagen, die mich interessieren würden, wenn ich so ein Video schaue. Und zwar, grundsätzlich Punkt 1. Solltet ihr 4 Stacks haben, ihr könnt 4 Stacks aufsammeln, bekommt ihr 20% Attack Speed, 300% Damage gegen Schilde, richtig krank. Ihr macht pro Stack 4 Bonus Magic Damage. Das Ganze stackt sich natürlich hoch, also 4, 8, 12 und so weiter. Eure Q haltet euch um 8, das ist super geil, skaliert mit AD. Wir sind im Late Game dann so 12, 13, 14, irgendwie sowas in der Richtung. Das Ding hierbei ist allerdings, es gibt euch kein Mana wieder, ja. Das ist also ein bisschen RIP, ne? Ansonsten, die W, ihr könnt immer noch gekickt werden, wenn ihr quasi meditiert, mehr oder weniger, dann könnt ihr immer noch durch die Gegend gekickt werden. Allerdings werdet ihr mit dieser Meditation durch die Gegend geworfen, ja. Das sieht relativ lustig aus, tatsächlich. Habe ich sie jetzt gecute oder nicht? Wir machen mal einen Flaspot hier rein. Wir haben jetzt hier, wir sehen das, unsere Blades sind so, ich habe ja auch Conqueror, ne, das macht übel viel Schaden. Ich weiß gar nicht, warum sie mich so hart tradet. Das ist ziemlich dumm von ihr. Oder ist das dumm von mir? Ne, das ist dumm von ihr. Nehme ich jetzt einfach mal an. Ich habe ja, das ist jetzt das sechste Game, was ich heute spiele, Leute. Ich muss jetzt ich mal hier, holy shit, ne? Das Problem ist, ich habe wirklich schon so viele Irelia Games heute probiert. Es war immer ein 4 gegen 5 oder ein 5 gegen 4. Das war, hat mich richtig hart getiltet bisher. Deswegen nehmen wir den Kill jetzt hier an, ne? So, da kommt der gute Kane schon an. Die hat auch ungelogen 5 Minuten im Ladebildschirm gebraucht, die Frau. Unsere E ist ganz cool, denn also man sieht erstmal hier unten, ich kann euch das mal zeigen, wie lange man das reaktivieren kann. Und man kann halt unglaublich weit das E werfen. Ja, das ist super, super krass. Die Ultimate finde ich ja gar nicht mal so geil. Also die, ich habe sie mir geiler vorgestellt, muss ich ehrlich sagen. Aber ist okay. Wir nehmen mal hier den Kill. So, wir können jetzt quasi, wir packen glaube ich noch einen Punkt ins Q. Wir können jetzt sie erstmal markieren. Zack, markiert. Können jetzt auf sie draufspringen und falls sie weggeht, können wir nochmal hinterher springen. Das ist ganz geil, allerdings müssen wir jetzt echt aufpassen, dass ich hier nicht throwe. Deswegen gehen wir jetzt erstmal shoppen. Na, das war jetzt Demonstration. Na, gehen wir shoppen. So, gibt es noch irgendwas Wichtiges? Die Ultimate macht Schaden. Außerdem, also ganz guten Schaden. 150 und 125, wenn der Gegner. Das ist echt sau viel. Na, wenn der Gegner aus dem Gefängnis rausgeht und wird dann geslowt und 2 Sekunden disarmt. So, wir kaufen uns jetzt. Wir gehen natürlich auf Schienen, allerdings kaufen wir erstmal hier was in der Richtung, würde ich sagen. Na, gegen Cutter willst du nicht sterben. Ja, das Ding hier kann man aufladen, macht mehr Schaden. Je länger wir es aufladen, gibt uns 45% Damage Reduction pro Level, 5% mehr. Ist also insgesamt echt ein super geiles Kit. Und vor allem, habt ihr gerade die Backpot-Animation gesehen? Ne? Das ist schon komplett GG, muss man einfach sagen. Ne? Also ich meine, das ist ein 975er-Skin oder sowas. Da haben die sich richtig, richtig Mühe gegeben. Finde ich absolut cool. Ich habe hier Chrysalis mitgenommen, die Rune, die uns ein bisschen mehr AP gibt. Im Early Game ist vielleicht gar nicht so schlecht. So, gucken wir mal. Gucken wir mal, was wir so machen können, ne? Conquer-Rune müssen wir mal so ein bisschen aufbauen. Ich könnte natürlich jetzt hier, das ist dieser fette blaue Block, schon mal die Stacks an Minions aufbauen durch meine Spells. Da siehst du auch noch Level 3. Das heißt, wir bauen jetzt mal Stack auf. Können mal unsere E dahin machen. Hat getroffen. Und die Q da rein, ne? Ich meine, sie ist ein bisschen boosted, muss man sagen. Vielleicht komme ich da noch. Okay, das wird hier nichts werden. Das wird hier leider nichts werden. Schade, schade, Marmelade. Vielleicht soll ich mal einen Punkt in die W packen. Der will aber noch, vielleicht könnte ich ihn ja noch. Wir machen mal hier so. Der Kane ist im Early Game ultra schwach, müsst ihr wissen, ne? Kane kann gar nichts im Early Game. Also der Boy kann wirklich nichts. Na, deswegen, schade. Aber ist okay, können wir mitleben. Ich habe übrigens, ich hatte erst Bone Plating mit, habe jetzt aber diese Rune mitgenommen, damit wir uns etwas mehr heilen, wenn wir low sind. Könnte ganz interessant sein. Müssen wir mal ausprobieren. Zack. Nehmen wir den. Und jetzt haben wir einen Punkt in der W. Das geht übrigens auch durch Minions durch, ja. Also das kann man dezent zum Wavekirn benutzen. Gehen wir shoppen? Eigentlich will ich nicht, aber für die Flaskpots würde ich es tun. Na, ich bin Flask Main, Leute. Da würde ich mich sehen. Wir kaufen uns jetzt nochmal Schuhe, dann sind wir ein bisschen schneller, werden nicht so gankanfällig. So, gucken wir mal, meine Freunde, gucken wir mal. Das Ding bei der Ultimate ist, ihr müsst die Ultimate, ich meine, es ist ein Skillshot und ihr seht, das Ding ist ultra groß, aber ihr müsst es treffen. Wenn ihr damit keinen Champion trefft, dann ist das Ding weg, ne? Dann fliegt es einfach in die Walachei, ist vorbei. Ihr müsst also jemanden treffen. Man kann die, glaube ich, also es gibt ein paar gute Kombinationen, die ich schon ausprobiert habe, was man machen kann generell mit Irelia. Das heißt, mit der E
muss man natürlich aufpassen, man will das immer auf Max-Range machen. Wenn wir das da hinten hin machen, dann können wir, muss ich aber das Blade dahinter hin machen. Dann muss ich erst wieder moven. Das ist ein bisschen räudig. Ah, das war. Das war zu obvious, natürlich. Ja, dass sie da drauf springen wird, das ist immer schön. Dann können die auch. Ach, komm, oh, Mist, jetzt habe ich das hier verkackt ein bisschen. Wir hauen das mal hier durch. Zack, hat auch eine ziemlich große Hitbox tatsächlich. Hat gar nicht. Ich glaube, das bräuchte mehr Cooldown. Das hat echt sau wenig Cooldown. Damit kann man halt richtig krass was wie Katus oder so. So eine Ultimate kann man da übel krass mit blocken, denke ich. Beim Maxen der Spells, also ich denke, beim E wird der Stun etwas länger. 0,1 Sekunden. Und Schaden plus 40. Q gibt uns nur 20 Schaden und eine Sekunde weniger Cooldown. Ich denke, man muss trotzdem die Q maxen, weil wir einfach die Minions lasten müssen. Damit wir schön hier Damage machen können, ne? Also ich denke, das ist halt unglaublich wichtig. Einfach unglaublich wichtig. Na, wir gehen mal hier im Flashpots reinböllern so ein bisschen. Sie hat auch tatsächlich echt starke AP-Skanks, ne? W, E und R. Ich glaube, W habe ich gehört auf Full-Channeling 100%. Soll schon ganz ordentlich sein. Ich habe ja auch ein paar Mitstreiter natürlich wieder, ja. Wir haben hier den Mist-Dragon, der da oben schon ein bisschen ein Problem hat. Minimado, Qualle ist mit am Start und Shadow Soldier. Und ich würde gerne jetzt, wir können mal gucken, ob wir sie töten oder Roam, ne? Unten ist Illaoi-Support am Start, auch interessant. Ich finde das halt so geil, das sieht halt aus wie so ein Ninja. Die macht die ganze Zeit irgendwie so, ne? Das ist echt schon, zack. Ja, oder ne, so macht sie nicht, sondern so. So mäßig, so Kampf-Kung-Fu-GG-mäßig. Wir können mal gucken, ob wir was machen. Allerdings haben die, glaube ich, da gespottet irgendwas. Gehen wir direkt mal wieder hier hoch. Bei Kata könnte ich natürlich überlegen, ob ich die W mache, wenn sie ultet, oder? Ich meine, ich will ja auch nicht die ganze Zeit drinstehen. Ist halt, ich könnte vielleicht auch rauslaufen. Vielleicht ist das mehr worth, ne? Muss man mal schauen. Da. Aber alleine die Angriffsanimation ist echt schon cool. Also, good job, Rito. Es ist natürlich nicht mehr Irelia, ne? Also, es ist wirklich was komplett anderes. Es hätte eigentlich ein neuer Champion sein können. Sie hätten Irelia lassen können, wie sie ist. Und das hier quasi, natürlich wäre es sehr ähnlich gewesen, aber, ne, also, im Prinzip hätten sich da, glaube ich, nicht so viele Leute beschwert. So, wie sieht's aus? Können wir mal Botlane gehen? Ich habe leider nicht mehr allzu viel Mana. Aber let's try. Ich hoffe, die gehen jetzt nicht direkt rein, weil ich gepinkt habe. Also die Ultimate können wir entweder zum direkt reinmachen oder wenn die Gegner escapen. Diese zwei Möglichkeiten haben wir. Denn wir kriegen, wenn die Gegner escapen, halt einen Stack dazu und dann können wir wieder draufspringen auf die Gegner. Ne, wir nehmen erstmal den. Und dann nehmen wir den. Ne? War vielleicht. Ja, wahrscheinlich wäre sie gestorben, auch so, aber es war knapp auch, ne? Und man muss halt einfach mal manchmal was nehmen, ne? Das gehört dazu. So, ich würde sagen, wir gehen jetzt direkt shoppen. Scheiß auf die paar Minions, weil sie hat jetzt gerade auch Items gekauft. Wenn ich jetzt nicht shoppen gehe, sie hat halt mehr Items als ich, obwohl ich 3-0 bin und sie 0-1, ne? Deswegen solltet ihr auch ab und zu einfach wirklich immer shoppen gehen. Ihr solltet nicht Geld horten, das ist richtig RIP. Das ist richtig, richtig RIP. So, also Möglichkeiten sind Ultimate rein, dann auf das Ziel zu queuen, die E drauf machen und wieder queuen. Und das war schon die Ultimate. Also es ist halt nicht so viel. Oder halt, wenn der Gegner wegläuft, damit wir eine Marke haben. Ich denke, am besten ist die Ultimate, wenn viele Minions drin sind. Da macht das am meisten Sinn. Oder generell Champions, Gegner. Für einen Gegner ist es halt so, es ist okay, würde ich sagen. Ich würde sagen, es ist okay. So, pass auf, wir machen uns jetzt eine Brücke. Wir machen einen Minion low. Den springen wir gleich an. Und jetzt gehen wir hier hin. Und jetzt gehen wir hier hin. Ich glaube, ich habe hier oben was gesehen, wenn mich nicht alles täuscht. Genau das habe ich gesehen. Genau das. Ich mache die jetzt fertig, Leute. Ultimate ist hier. Charging. Ah, komm schon. Okay. Ah, die bin jetzt. Ah, tötet sie bitte. Wolfwig. Friss sie auf. Friss. Mach Ruf. Ja, okay. Also, ja. Das ist jetzt halt die Frage. Wie viel Damage habe ich bekommen? 310. Also, es wurde zwar reduziert, aber ich denke, hätte ich lieber irgendwie wegqueuen sollen oder so. Ah, ne, also. Und ich hätte den Erstschlag machen sollen. Direkt entscheiden, ja oder nein. Ne? Dieses nicht so, ja, vielleicht oder ne. Das muss sofort kommen. Schade, Marmelade. Warten wir noch hier, das warten wir noch eben. Ich weiß auch nicht genau, was wir für Items bauen. Trinity ist natürlich safe, ne. Danach könnten wir noch Sterax gehen. Rune King wird wahrscheinlich genauso gut sein. Also, Lucian wird da oben richtig fett. Zum Glück geht der in Krüppelbild, also Infinity Edge. Ich weiß nicht, was der aktuelle Lucian-Bild ist, aber dadurch ist er halt nicht so krass, wie er hätte sein können aktuell. Ne? Wird natürlich besser ins Late skalieren, aber schauen wir mal. Na, wir müssen jetzt hier auf jeden Fall mit Cutter noch. Da haben wir eine Rechnung offen. Besten wäre es, wenn ich erstmal Conqueror stecke. Aber let's go! Let's go!
Ah, sie ist weg. Schade. Schade, schade, schade. Ja, die E ist auch echt gar nicht so ultra easy zu treffen, muss man tatsächlich sagen. Ich habe auch gerade keine ready. Hier machen wir das jetzt, das ist cool. Da machen wir das hier, da kommt ein Gank. Das ist nicht so cool. No, 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 la, 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 la. Oh, nein, shit, hätte ich ihn gestunt. Ah, das war was war. Ah, shittery. Was ist denn hier für eine Gangpatrouille in der Mitte? Kann ich mal bitte One-on-One spielen? Das wäre übel gut. Na, ich bin ja, ich muss mich mal anders hinsetzen. Ich sitze hier, deswegen ist meine Cam auch so verdummt. Ich sitze hier im Schneid, also gerade saß ich auf meinen Knien, sag mal so Knien, keine Ahnung. Jetzt sitze ich im Kniederschnitz, im Schneidersitz. So. Ja, das ist auch, macht auf jeden Fall schon mal extrem viel Bock. Natürlich, die Katara ist nicht extrem gut, muss man dazu sagen, aber das ist halt PBE, ne? Ich habe das euch schon ganz oft gesagt, die Leute sind meistens wirklich, also die, ich weiß halt echt nicht, woran es liegt. Ob die halt, keine Arme haben oder ob die einfach keine Lust haben, ne? Revitalize hat uns bisher noch nicht so viel AP wiedergegeben, aber ich denke, das kommt noch, ne? Das kommt noch. So, da oben ist Lucian am Stress machen. Wir haben jetzt auch wieder Ultimate, die wäre natürlich auch gerade geil gewesen, ne? Am besten ist wirklich, dass man das, oder wichtigsten, dass man das ein bisschen vorbereitet. Schon mal die Stacks sammelt vom Conqueror aufbauen, ne? Conqueror, zack, und auch schon mal die Q so ein bisschen, zack. Oh, Lucian macht da ja oben überkrass Stress. Schafft ihr den? Ja, der ist tot, okay. Oh, meine Stacks laufen aus. Okay, passt. Hier machen wir wieder ein Auto drauf. Oh Mann, Bro! Könntet ihr bitte? Ah, das hat leider nicht getroffen. Euch verpissen, das wäre übergeil. Ja, ich weiß nicht. Also, ja, 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 ja. Ja, 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 ne? Da, da, da. Also der Frostblade-Skin sieht auch überkrass aus. Da hat die nämlich so Eiszapfen um sich rum und da macht so Eisgefängnisse. Ne? Kane wohnt quasi in der Mitte. Schön, auf jeden Fall. Er wohnt wirklich hier. Er wohnt, kannst du haben. Na, Blue brauchen wir nicht. Könntest du jetzt bitte gehen? Was ist mit ihm? Ich versteh's nicht. Was macht er hier? Dude, please. So, zack. Sie macht ab und zu auch, wenn man so cute, so bei jedem Q so ein Stückchen von so einem Satz irgendwie. Das ist ganz komisch. So, sie ist halt wirklich so eine Blade-Tänzerin. Ich weiß es halt, ich glaube, macht die gleich beide kaputt. Ich hab, I don't know. Eventuell ist er tilted oder mad oder er hat Angst, dass ich sie töte. Eins von beiden. Na? So, zack. Nehmen wir das hier mit. Batz. Zack, zack, zack. So, also ich glaube, sie sind wirklich tilted. Ah, schade. Schade, Marmelade. Ja, komm, dann lass jetzt ein 2 gegen 2 machen. Da wäre ich dabei. Also ich wäre absolut dabei. Ich wäre sogar bei einem 1 an 2 mehr oder weniger dabei, aber. Also ich habe halt ein bisschen Respekt vor der Cutter-Ult. So, das ist das Ding, warum ich jetzt nicht fighte so gerne. Nicht zwingt so gerne. Wir gehen einfach so mal Top-Lane, Leute. Wir kümmern uns hier um den dann. Na, da habe ich Bock drauf, da sehe ich mich. Ich glaube, sie ist tot. Ja, da den holen wir uns jetzt, Leute. Den gönnen wir uns, ne? Wir müssen mal gucken. Am besten ist, wir töten ihn einfach. Das wäre, glaube ich, das Beste, was wir machen können. Ja, wir springen jetzt einfach drauf und töten ihn. Zack. Da noch. Oh, der Stun hat nicht getroffen. Oh, was? Also, bei der W muss man halt übel aufpassen. Sie macht halt sau wenig Schaden. Das hier ist schön, ne? Das macht Spaß. Ne? So, gucken wir mal. Kane ist da unten, der stirbt jetzt auch. Sehr gut. Na, ich glaube, ich bleib mal Top-Lane. Wir machen jetzt eben Trinity fertig und dann bleiben wir Top-Lane. Um mal einfach den Lucian zu battlen, ne? 100% gegen. Ich will halt diese One-on-Ones. Da habe ich jetzt. Ich mal mit Ultimate so ein bisschen was machen hier. Das haben wir noch gar nicht so richtig. Trinity ran. Kaufen uns Ninja-Tabs. Kaufen uns jetzt noch ein Schwert. Und jetzt gehen wir Top-Lane. Ne? Also, die Frage ist: Jetzt könnte natürlich sein, dass Lucian jetzt vielleicht sogar Midlane geht, ne? Da müssen wir mal ein bisschen aufpassen und gucken. Ne, er ist oben. Genau deswegen geht. Was er für einen Schaden macht. Holy shit. Er hat aber auch Doppelcrit. Ich bin aber da. Da sehe ich mich, ne? Wir machen so. Das trifft leider nicht, aber ist nicht so schlimm. Das heißt, wir müssen jetzt die Ultimate machen. Zack. Jetzt ist er markiert. Jetzt können wir drauf springen. Jetzt können wir nochmal springen und dann machen wir den einfach kaputt. Das war eigentlich relativ einfach, ne? Slow ist jetzt tatsächlich auch ziemlich groß. Das heißt, wenn er aus der Wand rausgeht, sind es 60%. Hier wird der Wall-Damage wird erhöht und Wall-Duration. Alter, der Schaden, der ist echt gut, Alter, insgesamt. Wenn man das abkriegt, beides 475. Das ist not bad. Q
Cooldown sind bei 84 Sekunden mit Trinity allerdings, muss man sagen. Na, hier ist Action. Ich wäre potenziell... Also mit Ult wäre ich instant drin, aber das ist mir doch ein bisschen gefährlich hier. Das sieht man auch. Komm schon. Nice, das ist gut. Oh, jetzt habe ich keine Q, schade. Komm schon, das wäre schön. Zack, zack. Na, ich würde mich da eigentlich noch eventuell sehen. Das Schöne ist, ihr könnt halt richtig schön laufen hier. Zack, bam. Na. Ich weiß nicht, so ganz. Lol, er ultet ihn? Wieso? Ich bin mal raus, Leute. Ich bin mal. Nice. Das war's, das ist gut. Ne, das, wir haben auch jetzt übrigens schon diese 4 Stacks abgebaut. Das heißt, wir haben jetzt plus 9 Attack Damage. Kaufen uns jetzt erstmal das Teil hier. Also was ich halt so schon ein bisschen getestet habe oder eine gute Idee, die ich habe. Wir könnten unsere E irgendwo hinwerfen. Und während ein Gegner gerade wegläuft, queuen wir einen Minion an und können dadurch, dass wir ein bisschen weiter nach vorne kommen, das E dann weiter nach vorne werfen. Das ist eigentlich echt eine coole Idee, glaube ich. Könnten wir vielleicht hier mal probieren. Wobei, ich glaube, der wird einfach sterben. Zack. Zack. Hier haben wir es gesehen. Riesengroßes Teil. Ne? Also, ja, du kannst es halt rein theoretisch echt über die halbe, also die halbe Map ein bisschen übertrieben gesagt, ne? Aber platzieren. Dann schmeißt das da hinten hin. Läufst. Und zack. Naja, es ist schon... Ob dir was bringt? Vielleicht, ne? Man könnte... Ich meine, wenn der Gegner nicht sieht, dass du die E platzierst... Nehmen wir mal Zoe Beispiel, ne? So. Jetzt hier rein, tune. Komm, klappt leider nicht, weil keine Minions da wären. Aber wenn welche da gewesen wären, wäre es vielleicht cool gewesen. Und dann die E da reinböllern, ne? So, ich hätte Lust. Hier, meine Freunde. Zack. Ich habe leider meine Q verkackt, muss ich sagen. Das reicht, aber hab sie leider verkackt. Das macht mich doch etwas traurig. Ich habe halt jemand angecharged. Oder ich glaube, ich habe Doppelkarte angecharged und da habe ich den Reset nicht bekommen. Na, das ist ein bisschen räudig. So. Wie sieht's aus hier? Ist der Kane hier drin? Den hitten wir erstmal ein bisschen. Platzieren unsere E hier rein und machen dann gar nichts. Na gut. Oh, hier ist der, auf den müssen wir ein bisschen aufpassen. Der ist halt überdick, aber sie nicht. Oh, der Schaden ist gut. Ja, der ist not bad. Hier eine E und E. Ah, gestunt. Sehr, sehr schön, ne? Jetzt, oh, was? Oh, Mist. Jetzt ist mein Dings weg. Zap. Naja, aber schön. Das macht auf jeden Fall, also ich glaube, man kann mit Irelia schon, also man kann es so sagen, wenn du auf die Fresse kriegst im Early Game, dann ist der Champion, glaube ich, echt schlecht, ne? Solltest du auf die Fresse kriegen, ist bad. Wenn du aber ahead bist, dann kannst du wirklich viele Plays machen. Aber defensiv gesehen kann es wirklich fies werden. I think. Und man muss halt die Q auf das Markierte ziehen. Wenn die einmal auf Cooldown ist... Es sind 6 Sekunden, ist jetzt nicht überschlimm, aber es ist schon etwas nervig, kann man sagen, ne? Aber im Teamfight, wenn du jetzt... Ich glaube, Teamfight ist komplett GG. Wenn du 5 Leute, oder sagen wir 3, 4 Leute in dieses Gefängnis reinkriegst, GG. Du kannst halt Q. Damit kannst du die Gegner überkrass juken und ich glaube, die Markierung hält auch richtig, richtig lange. Ne? Steht, glaube ich, nicht, wie lange die Markierung hält, oder? Marked or dies to blade search, bla 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 bla. Marked for 6 seconds. Aber ist jetzt die Frage, ob das generell 6 Sekunden sind, aber. Oder ob das nur durch die E 6 Sekunden sind. Na, hier steht jetzt nichts. Disarmed enemies cannot attack, bla bla bla. Oh, da wäre ich aber, da wäre ich dabei tatsächlich. Ja, da wäre ich. Ich kann mich leider nicht bewegen. Was? Wieso nicht? Ich glaube, ich wurde gedingseldongselt. Ich müsste jetzt. Eigentlich könnten wir das ganz einfach machen, indem wir. Ah, okay. Nee, das wird nichts. Das wird nichts. Also, sie kommt jetzt wieder. Dann kann das natürlich klappen. Unsere Q halt uns. Ah. Hello! Oh nein, der Minion ist genau im Moment gestorben. Och, das ist doch scheiße. Schade, da kommt außerdem aber auch Lucian. Gestunt. Laufen wir erstmal weg. Das ist gerade ein bisschen... Also ich hätte schon Lust, so ist nicht, aber... Na, da kann ich, glaube ich, ziemlich krass kiten. Ich brauche meine Ultimate, die wäre wichtig. Na, Q heilt uns um 23 HP. Ist ganz okay, denke ich. Ja, langsam gibt uns das Ding hier auch ganz gute HP-Werte. Wir machen jetzt mal hier einen Low. Gehen jetzt hier weg. Und gehen jetzt hier wieder rein. Hammer! Hab! Tschüss! Oh, ich brauche Drag Tablet, wenn ich das so... Wobei, Drag Tablet wird jetzt genervt, aber holy shit!
Also ist sie so bad? Wahrscheinlich 4-5, das ist... Okay, ich bin 4 Level über ihr. Man muss wirklich auch immer fair sein, ne? Also, ich könnte sagen, OP, broken. Aber ich bin 4 Level über mir, über sie. Ich habe die Sterax-Trinity-Kombo zusammen. Das ist schon fetter Damage, aber ich würde... Wir haben jetzt... Ich glaube, das Beste, was wir jetzt machen könnten, wäre GA. Das wäre das Klügste. Da wir aber nicht klug spielen, kaufen wir jetzt Lethality. Wobei, also... Rune King, GA wären wirklich gut, ne? Ich glaube, Rune King wäre noch die echt gute Option gewesen, weil ich mich da noch ein bisschen heile durch meine Qs. Ja, dann heilst du dich nochmal zusätzlich zu den 26 HP. Ich glaube, wir gehen mal wieder oben den Mann töten. Na, da sehe ich mich. Ja, er macht leider... Oh, das ist gut, das ist gut, das ist gut, das ist gut, das ist gut. Leider reicht es nicht, aber ich bin da. Frage ist, kriegst du ein Minion mit einer Q? Ja, auf jeden Fall. Das heißt, wir springen jetzt erstmal hier. Kommt die Ult so weit? Ah, es wird knapp, Leute. Wir machen es einfach so. Oh, fuck, Alter. Ja, machen wir... Ah, oh. Mann! Ja, ich töte dich jetzt. Jetzt habe ich die Schnauze voll. Jetzt töte ich dich einfach. So, Audit. Ja, du kommst nicht weg. Ich habe noch einen Ignite, aber ich habe auch noch eine Q. Tschüss. So. Na, so geht's halt auch. Ja, ich wollte drei verschiedene Sachen probieren. Erstmal hatte ich so probiert, okay, im Q-Ultimate. Dann dachte ich so im gleichen Moment, wie wär's mit E, Q, E und... Ja, weiß nicht. Ne? Wenn du drei Gedanken hast, dann klappt es im Endeffekt gar nichts. Aber ist okay. Ist okay. Ich bin ja kein Irelia Main. Das ist niemand. Niemand ist das. Schade. Kann sein, dass jetzt hier jemand kommt. Zap. Oh, was? Er hat sie gesnackt. Und? Oh, lol. Sie ist direkt da drin. Also, Schaden ist echt not bad mit dem Doppel-Q. Doppel-Q not though bad. So, wir können jetzt mal sowas machen. Zack. Also, die Idee war cool. Ausführung war... Ja, okay. Na, ich wollte den Minion jetzt mit der E-Low machen, damit ich dann zu dem Minion Q'en kann und ihn one-shot. Ich glaube, ich one-shotte alle Magier, oder? Ich glaube, sie one-shotte ich sogar auch. Würde ich fast sagen. Na, können wir mal ausprobieren. Ich glaube, das geht. Da kommt ein Teleport. Das ist schade. Wir gehen mal auf so einen Magier. Zack. Ah, ist gut. Das ist gut. Da kommt wieder der Lucian. Wir haben gleich Ultimate. Dann hätte ich Lust, ne? Eben Ultimate. Zack. Das Einzige, was ich komisch finde, ist, wie sie läuft. Sie läuft wie so eine Antilope oder wie so ein... Ich weiß es nicht, Alter. Sieht wirklich, wirklich komisch aus. So, meine Freunde der Sonne. Wo seid ihr denn, hä? Da ist Illaoi wieder. Die ist nicht so fett, aber ist trotzdem Illaoi. Frage ist, wo ist Lucian? Das wäre interessant zu wissen. Tatsächlich. Okay, ich bin raus, ich bin raus, ich bin raus, ich bin raus. Also ich wäre, Leute, ich bin erstmal shoppen, würde ich sagen. Das, ah, okay. Ne. Den hole ich mir aber noch. Jetzt habe ich ihn im Gefängnis drin. Kriegst noch einen Ignite und bin raus. Na, also das hat mir jetzt nicht viel gebracht. Man muss halt wirklich, wenn man das Gefängnis macht, das Q ready haben, damit man direkt springen kann. Aber es war jetzt okay für den Slow, für den Schaden, ne. So, gucken wir mal. Kaufen wir uns... Sollen wir echt Draktarblade gehen? Ja, komm, jetzt habe ich es eh fast fertig. Machen wir das, ne? Aber normalerweise sollte man sie natürlich deutlich off-tank bauen, ne? Meistens ist es so, auch bei der aktuellen Irelia, geht Trinity, danach noch irgendwie vielleicht so ein Halb-Tank-Item und dann passt das schon, ne? Können wir hier so einen schönen Stun durchsetzen? Ei, den haben wir. Können wir mal drauf... Oh, lol, ich habe ihn angesprungen, aber es ging nicht... Weil ich nicht durch Wände springen kann. Das ist ja räudig. Also, das ist nicht... Also, man kann... Hä, doch, klar kann man durch Wände springen. Also, ich kann doch hier rüber. Das ist komisch, dass ich ihn nicht anspringen konnte. So, markiert. QQ. Oder auch nicht. Da hinten würde ich mich noch sehen. Allerdings. Ja, komm, wo ist sie? Die ist bestimmt noch da, oder? Ah, das ist jetzt nicht der, den ich eigentlich haben wollte. Und ist ein bisschen räudig. Na gut, wir haben überlebt, ne? Wir haben überlebt. Da. Also Ultimate muss man halt wirklich gucken, ne? Jetzt können wir halt doppelt springen. Zack, zack. Das ist cool. Zack, 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 zack. Das ist schön. Ich meine, das konnte die alte Irelia auch, ne? Aber es sieht geil aus mit der Irelia. Es ist einfach toller, ne? So, was soll ich hier was helfen oder so? Ich könnte einmal stunnen. Oder auch nicht. Ich bin erstmal raus, würde ich sagen. Also ich hätte schon Lust. Oh, das war bad. Das war echt bad. Jetzt müssen Minions kommen, sonst ist es RIP.
Oder ein Outplay. Outplay der Woche! Nein, ich hätte es einfach... Ah, ich hätte das einfach auslösen sollen. Direkt, peng. Na, nicht irgendwie so... sondern einfach Doppel-W. Das wäre schön gewesen. So, Drag-Tablet ist da. Wir kaufen uns... Also ich bereue das Drag-Tablet. Es wurde ja auch genervt. Eigentlich hätte ich Lifesteal. Ja, wer, ja, scheiße. Wir gehen jetzt hier drauf. So, wie viel Schaden macht's denn? 170 Bonus-Damage, ne? Wir procken zwar jetzt mit Trinity. Not bad. Not bad. Sterax gibt uns 58 AD. Wir kriegen mittlerweile auch super viel hier durch Conqueror. Ne? Wir haben schon 2025 True Damage gemacht. Überkrank. 642 True Damage that would have been mitigated. Was heißt das? Also das heißt so viel wie 642 Schaden, der verhindert wurde oder hätte verhindert worden wären, waren. Frage ist nur, welcher True Damage Werte verhindert worden waren, während wurden, waren, wurden gesigned. Na gut. Na gut, da unten der, mein Erzrivale, der Lucian, den ich eigentlich jedes Mal töte, den muss ich mir aber auch noch gönnen. Den müssen wir jagen, Leute. Das ist hier unsere... Da wird mir auch Rune King halt ordentlich helfen, ne? So, oh, die haben Baron, oh mein Gott. Oh mein Gott, aber da sehe ich mich. Die Frage ist, ob er jetzt nach unten wegläuft oder nach oben. Das weiß halt niemand. Wir laufen einfach... Das Problem ist, ich muss jetzt Gas geben, weil die Minions kommen gleich und dann sieht er mich. Eventuell pusht er einfach durch. Eventuell aber auch nicht. Doch, okay. So, wir eröffnen wir mit Ultimate? Ich würde sagen ja. Ich würde sagen nein. Ich würde sagen ja. Ich würde sagen ja. Ultimate drauf, Q. Zack, zack, zack. Ich bin tot. Oh, okay, er ist tot, aber... Also der ist halt saufett, der Lucian. Ne? Also ich meine, ich bin noch krasser als er, aber ich bin halt full damage. Und wenn ich einmal nicht rankomme, dann habe ich ein Problem. Ich habe meine E nicht getroffen. Ne? Wenn ich die E treffe, ist er safe tot. Aber er ist wirklich mobil, der Dude. Ne? So einfach ist gar nicht. So einfach ist es gar nicht. Und aus der Ultimate kann man immer, ich habe es jetzt nicht genau gesehen, aber man hat ja immer einen Ausgang. Ne? Die ist nicht komplett zu, wie bei Thresh zum Beispiel. Zack, zack, zack. Da unten ist Illaoi. Würde gerne noch den hier nehmen. Eventuell würde ich sagen, later. Das wäre so meine Idee. Dass man das im Laufen kasten kann, ist super schön. Ne? Dass sie nicht dafür anhält. Ach, guckt euch das an, wie sie läuft. Sie läuft halt echt irgendwie. Ich weiß es nicht. Es ist wirklich RIP. Einmal die E dadurch. Oder auch nicht. So. Toplane ist noch farm. Den könnten wir uns gönnen. Den könnten wir uns gönnen. Ich habe auch gerade. Wie viel cooler. Würde ein Black Cleaver Sinn machen, eigentlich so, grundsätzlich? Eigentlich ja, oder? Ja, also, okay, ich habe jetzt Conqueror, damit habe ich ein bisschen True Damage, aber. Das hier ist so dumm. Ah, herrlich. Jetzt geht's leider nicht weiter. Schade. So, oh, leid. Ich muss unbedingt zu meinem Team. So, Ultimate macht jetzt insgesamt 675 Damage. Also wenn es halt beides ausgelöst wird, ne? Kaufen uns. Leute, wir gehen tatsächlich mal hier ein bisschen Tankiness jetzt. Ne? Wir wollen ja nicht instant explodieren. Ne? Wir wollen ja auch etwas mit Gehirn spielen. So, vielleicht wäre eine Spirit Visage auch ganz nett, aber... Zack, zack, Ultimate. Ultimate, jetzt ist ein bisschen dumm vielleicht, aber wir charten erstmal und fapp dadurch. Ich muss raus. Ne, ich muss halt wirklich mit meinem Dings warten, mit meinem Q. Ich habe Ultimate und hatte kein Q mehr ready. Das ist nicht... Also es war worth, ne? 5 Leute sind gestorben. Mehr worth geht gar nicht. Aber... E, Q, Ultimate Q. Oder Ultimate... Q, E, Q. So in der Richtung. Und dann noch ein Q natürlich. Na, Q, Q. Q, Q? Zufall? Glaube nicht. So, wie sieht's aus hier unten, Freunde der Sonne? Hopp, 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 hopp. Schön. Das gefällt mir. The Blade Dancer kommt ganz gut hin, kann man sagen. Oh, was? Da ist einer. Oh Mann, da hat einer überlebt. Really? Really, really, really. So, guck mal. Wo ist denn Lucian? Ist das der da oben schon wieder? Mann, der geht mir aber auch komplett aus dem Weg, ey. Der geht immer nur Top-Lane. Naja, wobei vorhin war er Mid-Lane. So, Illaoi. Weiß ich nicht so ganz. Weil hier kommt bestimmt noch Verstärkung. Aber okay, let's go. Let's go, ne? Da kommt die Verstärkung. Jetzt haben wir die Ultimate hier durch. Zack, jetzt haben wir unsere Q. Spring hier. Spring nochmal hier. Oder auch nicht. Ah, er ist geslowt noch durch die Ultimate. Kam nicht über die Wand. Zack, Stun, Q,
Oder nevermind. Oder einfach nevermind. So, da geht auch noch was. Der Wolf ist leider noch nicht low genug. Ich bin auch in einer Trap. Ja, 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 obwohl, ja, ah, oh, lol, was ist denn das für ein Slower, der Frosthammer? Wieso war ich denn so krass geslowt? Da würde ich mich sehen, das wäre, obwohl, ja, so Leben am Limit wäre das und, ah, Leben am Limit, Leute, Leben am Limit. Oh, ich wurde hier, Triumph, ah, da sagt noch einer, wir würden nicht vom Affen abstammen. So, ich weiß nicht, hat das schon mal jemand gesagt? Vielleicht, ich weiß es nicht. Na? Da, da, di, da, 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 da. Oh, hier zieht wohl, ne? Jetzt mittlerweile zieht das, Leute. Eine Wave und zack. Na, hier kommt jetzt das auch echt zum Tragen. I think. Und hab. Peng. 3400 Gold. Nice. Mach mal meinen Drone King fertig hier. Falls das passt, das passt locker. Ich glaube, ich werde aber angegriffen. Ja. Okay, dann bin ich dabei. Ich bin dabei. Ihr seid jetzt alle tot, oder nicht? Oder doch, oder nicht? Kacke. Okay, oh, das waren drei sogar. Ja, okay, das war dumm. Sind wir ehrlich, das war dumm. Der Backfort war dumm. Da war ein Ward drin, mit Sicherheit. So, was haben die denn hier so gemacht? 540, na gut. Aber Best-Case-Szenario wäre ja wirklich, wenn du mit einem Champion zusammenspielst, ei, guter Schaden, der irgendwie so eine Javan-Ult, ne? Oder irgendwas, was die Gegner relativ eng zusammenhält, sodass du möglichst einfach deine E triffst, ne? Dann kannst du nämlich, wo liegt meine Leiche? Kann man das E hier sehen? Ne, kann man nicht. Weil, wenn du die Ult machst und dann drei Stück hast, Q, 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 dann noch die E auf drei, dann hast du 6 Qs plus das Q am Ende, also 7 Qs hast du dann. Das ist, ja, das ist komplett krass. Also was da an Schaden bei rumkommt, wenn du es optimal spielst, ne? Wenn du natürlich noch 4 oder 5 Gegner drin hast, ist noch besser. Aber wenn du dann aber kein Mana hast, dann ist das super traurig. 18, 4, 14, Alter. Heieiei. Heieieiei. Wobei der Lucian die auch echt hart carried. Wobei Jinx ist auch ganz gut dabei mittlerweile. Ne? Do we want to be safe or free? Do you want to be safe or free? Lass mal hier Mitte groupen oder so. Wobei, ich würde gerne Lucian nochmal battlen. Da hätte ich echt Bock drauf. Der hat, mit dem habe ich noch eine Rechnung offen, though. Er könnte hier beim Red Buff sein. Potenziell. Aber auch nur potenziell. Ladadi, ladada. Was? Nicht dein Ernst, aber du hast ein Problem. Ne, das zieht. Das zieht. Oh mein Gott, ist Irelia broken? Bam. Ja. Also, das war natürlich Ironie. Ich bin fett as fuck, da wäre jeder Champion broken. Es kann sein, dass sie stark ist, das weiß ich noch nicht. Aber ich würde nicht zwingend sagen, dass sie broken ist. Aber ihr Q macht scheinbar echt... Wobei, ich hab halt die Sterax-Kombo, ne? Also, Sterax plus... Trinity, da kommt halt wirklich viel Schaden bei rum. Dustblade habe ich auch noch. Also da muss man sich echt nicht wundern. Wir hauen jetzt hier die Ultimate drauf. Machen die Q da rein, machen noch eine Q, machen einen Stun und later. Later. Ich habe jetzt leider nicht wirklich gute Gegner gehabt, wo ich hätte sagen können, okay, hey, hier kann man das mit der W krass blocken, aber gegen Karthus oder Lee Sin Kicks oder so. Natürlich, du kriegst den Schaden, aber es wäre trotzdem nice, I think. So, wir machen jetzt ein Outplay, Leute. Oh nein, okay, never mind. Ja, gut. Na, schade. Schade, Marmelade. Jetzt aber. Oh! Nice, I like. So, ich wollte es euch einfach nur mal zeigen, was man vielleicht so mit grob machen kann. Ne? Also, es gibt halt schon die ein oder andere Möglichkeit, I think. Ne? I think, Spider. Frage ist, sieht er mich? Frage ist, komme ich ran? Frage ist, gar keine Frage. Wo kommt er raus, ist die Frage. Na, habe ich nicht getroffen. Okay, ich bin erstmal raus. Hätte aber potenziell schon Lust, aber ich würde sagen, ich bin erstmal raus.
Nehmen wir den dann mit. Zack. Oh, jetzt muss ich diese Kacke hier kaputt machen. Ei. So, wir sollten aber auch mal gucken, dass wir das jetzt langsam mal beenden. Also bitte. Ist ja schon erbärmlich so ein bisschen. Wir gehen mal im Shoppen und dann mal bitte Ende machen hier. Eigentlich wäre Spirit Visage auch, glaube ich. Was haben die denn so? Die haben halt sehr viel Physical Damage. Wir gehen Deadman's Plate. Dann sind wir noch ein bisschen schneller. Kaufen uns noch einen Pot. Den, Consumable. Den roten. Conqueror gibt jetzt 35 AD. Dürfte es geben. 35, 20% immer noch True Damage. Triumph hat uns um 4000 schon geheilt. 4100. Eieiei. Na, wobei nicht jeder dieser Heals immer worth ist. Die Zahl ist zwar groß, aber. Ja, wenn du 99% hast oder 90 und dann gehealt wirst, ist schön, aber nicht krass. Zack, 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 zack. Lass mal. Achso, ne, hier. Da unten. Da unten. Lass mal da pushen gehen. Können wir hier warden. Autsch. Autschi. Bombautschi. Das ist jetzt ein bisschen. Erstmal machen wir das hier. Machen jetzt so die Ultimate da drauf. Und jetzt QQ. Bam. Weg. Ne? QQ. Das wäre der richtige Name für Irelia Main. Einfach nur QQ. Ultimate QQ. EQQ. Bam. Zack, 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 zack. Vielleicht spiele ich sie mal auf AP. Muss ich mal schauen. Das weiß ich jetzt noch nicht. Mal gucken. Mal schauen. Können wir das machen oder ist das ein bisschen greedy, ne? Wahrscheinlich. Ah, da ist ziemlich tanky, der Tam, tatsächlich. Oh, ich hab mein Ding sich resettet. Na gut, passt. Passt. Hab leider ein bisschen zu früh geäht. Zu gecute, meine ich. Ja. So, können wir das hier beenden? Sieht gut aus. 37 Minuten, viel zu lang. Viel zu lange. Viel zu lange. So, einmal Ulti noch, Leute. Da würde ich mich sehen. Einmal noch Ultimate. 3, 2, 1. Ah! Ah, okay. Ich hab ihn einfach mit der Ultimate gekillt. Ja, das war's mit Irelia, Leute. Haut mir doch absolut gerne rein, was ihr von Irelia denkt. Ich denke, sie macht auf jeden Fall Spaß. Kann extrem krass outplayen, kann aber auch richtig krass in die Hose gehen, wenn du eine E verfehlst, wenn du vielleicht mit der Q outplayed wirst und die nicht triffst. Oder was weiß ich, ne? Und vor allem, wenn sie beeinfällt. Ich wünsche euch was, haut da rein und Tschüssikowski.